Ich bin Herr Lehmann. Kannst du mir aber trotzdem sitzen? Hallo, Herr Lehmann. Hallo. Hallo, Herr Lehmann. Hallo, Heidi. Ja. Hallo, Karl. Frank. Generationenübergreifendes Projekt, wenn man so will, und das sieht man hier am Stollenmädchen, glaube ich, besonders gut, dass das wirklich funktioniert. Die Ausstellung zeigt natürlich die ganze Geschichte der Simson-Motoren-Arena, nicht nur die Schwalbe, ja, S50, S51, mit der bin ich aufgewachsen, in der Zeit damals noch, ganz klasse. Und was das Schöne ist, und hier die Verbindung nochmal schön zeigt, wir wollen nicht nur diese Mopeds zeigen und Motorräder, sondern die Geschichte dahinter. Wie kommen die Leute zu diesen Fahrzeugen und warum haben Sie sie verändert? Was verbindet Sie damit? Warum schrauben Sie daran rum? Und warum gehen Sie heute auch immer so noch durch die Decke? Und das ist, glaube ich, genau das Stollenmädchen. Wenn wir es vorher gewusst hätten, dann hätten wir einen Platz freigehalten in der Ausstellung. Das passt nämlich genau ins Konzept. Und ich glaube, es gibt nachher auch Gelegenheit, sich die Ausstellung anzusehen. Mittlerweile haben die 100.000 Leute gesehen bis jetzt. Trotz aller Widrigkeiten wissen wir. Und wir haben sie auch noch bis zum 6. November geöffnet. Also wer da Lust hat, noch vorbeikommen. Wo schneidet man jetzt die Steuern am besten an? Natürlich in der Mitte. Dieses Jahr aus Ihrer Backstube, die heißt? Salome Selnack. Das Stollenmädchen. Das Stollenmädchen. Und Sie sind die Bäckerei Donat in Tlotsche? Ja, genau. Zur Geschichte, wie lange gibt es diese Bäckerei schon? Also dieses Jahr 125 Jahre, seit 1897. Hat mein Urgroßvater Max Donat dort die Bäckerei übernommen. Und dann ging das in der Familie und immer weiter? Und dann ging es in der Familie immer weiter, genau. Auch in den sozialistischen Zeiten im Familiensitz geblieben? Ja. Und wie geht es weiter? Schluss dann oder geht es weiter? Ja gut, die 5. Generation arbeitet schon mit, ist auch schon Bäckermeister, also hat Konditor gelernt und Bäckermeister gemacht. Mein Neffe Philipp Donat. Und ja, werden wir sehen, ich muss ja noch ein bisschen. Wie ist das jetzt, wenn man nach 125 Jahren, Sie sagten ja, das erste Stollen, also Ihr erstes Stollen, ja. Wie fühlt man sich da? Stolz, ja, stolz. Und die Salome ist ein toughes Mädchen und sie ist auch Teamplayer. Und ich traue ihr das voll zu, dass sie das gut packen wird. Und wer jetzt kurz unkundig ist, er fährt einfach mit der Straßenbahn bis halt eine neue Brücke. Ja. Da steht ein ganz großes Haus, ja. Da steht Café Königswald noch dran. Genau. Wie er dort geführt ist, da haben sie die untere Etage. Und bei Ihnen im Haus kann man den Stollen ja auch gleich verkosten. Genau. Den Stollen kann man bei uns auch verköstigen. Bei uns im Café Königswald. Unsere Öffnungszeiten sind von 13 bis 19 Uhr. Jeden Tag außer Donnerstag. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen so eine schöne Vorweihnachtszeit, schöne Stollenzeit und dass alles gut über den Berg geht.
Dankeschön. Michael Vogt ist mein Name, ich bin der Leiter des Verkehrsmuseums Dresden. Wir befinden uns hier im Joanneum. Vor einem halben oder vor einem Dreivierteljahr haben wir ja hier die Moped-Ausstellung Simson eröffnet mit allen möglichen Modellen. Wenn da jemand zu Ihnen gesagt hätte, Sie präsentieren das Stollenmädchen 2022, hätten Sie dem gesagt, nee, oder was hätten Sie dem gesagt? Woher weißt du das? Und wenn das irgendwie sicher ist und ich hätte dann drüber schweigen müssen, hätten wir wahrscheinlich einen Platz dafür eingeräumt, weil diese Verbindung Mensch, Geschichte und Motorrad, also hier in dem Sinne die Schwalbe, das ist genau das Konzept der Ausstellung. Also es passt total dazu. Wir hätten vielleicht einen Platz dafür freigeräumt. Da gerechnet haben wir natürlich damit nicht. Ja. Kurz noch zur Ausstellung. Was kann man alles sehen und wie lange hat sie noch auf? Also es fängt von den Anfängen an, der Fabrik Simson, über die ersten Motorräder, auch Fahrräder mit Hilfsmotor und so weiter. Und dann eigentlich die ganze Vogelserie kann man sehen. Man kann auch versuchen, an den Motorklängen sie zu unterscheiden. Ist ein kleines Spiel da drin. Und dann geht das so fröhlich weiter, auch zu Modellen, die dann irgendwie getuned worden sind und weitergeschraubt worden sind. Und was dahinter steckt, warum macht man sowas überhaupt? Bis zu den vielen Modellen, die kaum jemand kennt, weil nach der Wende viele Versuche unternommen worden sind, Simson zu retten. Ja, mit mehr oder weniger Erfolg. Und jetzt kann man sagen, gibt es durch die Ersatzteile und die Möglichkeit, die alle wieder aufzubauen, ja, einen Riesenerfolg. Es ist ein Dauerbrenner geworden. Die jungen Leute fahren diese Maschine gern, weil sie 65 km/h damit fahren dürfen. In der niedrigen Führerscheinklasse. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, dass das Stöllen Ihnen immer schmeckt. Und wir sehen uns wieder. Ja, vielleicht von meiner Seite noch bis zum 6.11. kann man noch kommen und die Ausstellung ansehen. Vielen Dank. Heute wurde das 28. Stöllen-Mädchen vorgestellt von Ihnen und der Stollen-Innung hier im Verkehrsmuseum. Und da gibt es ja geschichtliche Parallelen, sprich hier ist Schwalbe, Simson Sonderausstellung und das Stollen-Mädchen ist Schrauberin. Genau, also sie hat als Hobby das Schrauben und Fahren der ihrer eigenen Schwalbe. Und das war für uns Anlass, sozusagen hier ins Verkehrsmuseum zu gehen, weil wir natürlich immer schauen, wie passt natürlich ja, das Hobby oder die Leidenschaft jedes Stollenmädchens zu, ja, zu so einer Veröffentlichung, zu so einer Präsentation des Stollenmädchens. Und das hat sich eben hier sehr gut angeboten und der Location hier des Verkehrsmuseums im Herzen von Dresden natürlich ja, war das eine sehr gute Gelegenheit. Um Stollenmädchen zu werden, muss man sich eine Prüfung unterziehen oder wird bewusst, unbewusst geprüft. Gibt es da jedes Jahr unterschiedliche Kriterien oder sind die immer gleich? Die Kriterien sind immer gleich, seit jeher. Ja. Und von dem her geht es natürlich darum, in erster Linie, dass das Stollenmädchen unseren Stollen repräsentieren kann. Dazu brauchst du natürlich ein gutes Fachwissen. Deswegen ist es ja auch immer jemanden aus unseren eigenen Reihen, aus einem Ausbildungsberuf, als Bäcker, Konditorin oder Fachverkäuferin. Und es ist auch immer jemand, der sozusagen schon mindestens ein Jahr in der Ausbildung befindlich war, sodass eben auch genügend Wissen für den Stollen da sein kann. Es gibt jetzt so viele Termine. Können Sie schon einen ungefähren Blick geben, wann ungefähr was ist, damit man sich verfolgen kann, wo das Stollenmädchen präsent ist, beziehungsweise wenn ich dran denke, den Stollenanschnitt am Altmarkt, der Weihnachtsfest, oder Stollen im Zug, was es alles gibt. Gibt es da schon die Termine? Wir sind kräftig in der Planung. Es gibt natürlich viele einzelne Termine, die auch relativ kurzfristig manchmal von unseren Partnern gebucht werden. Ja, also von der Landeshauptstadt Dresden, von Freistaat Sachsen oder eben auch von unseren Partnern, wie dem Autohaus Dresden zum Beispiel. Da sind dann immer relativ kurzfristige Termine. Die gesetzten Termine sind natürlich in erster Linie das Stollenfest am 3. Dezember. Das wird natürlich der zweite oder der Höhepunkt sein unserer Saison. Und dort wird sie natürlich die Hauptrolle spielen. Wenn ich Sie erlebe, Sie reden mit einem Enthusiasmus, mit einer Freude. Sie haben das Stollenmädchen mit einer Freude vorgestellt. Wenn ich auch zurückdenke, die letzten zwei Jahre sind am Bach rumgegangen. Sie haben vorbereitet, Sie haben bemüht. Und unterm Strich hat es stattgefunden. Wie optimistisch sehen Sie es, dass dieses Jahr nicht den Bach untergeht? Ja, Optimismus gehört dazu. Ne? Wer nicht optimistisch ist, hat schon verloren aus meiner Sicht. Natürlich darf man auch nicht blauäugig sein. Und wir planen schon mit Augenmaß, dass wir eben wirklich sagen, was kann realistisch stattfinden, was kann nicht stattfinden. Ganz genau wissen wir es nicht. Sie sagen es, in den letzten zwei Jahren haben wir ein Stollenfest geplant.
und haben es dann nicht durchgeführt. Das hat natürlich auch Kosten verursacht. Und trotzdem wollen wir natürlich möglichst wieder was stattfinden lassen. Und aktuell bin ich sehr optimistisch, dass das auch in diesem Jahr uns gelingen kann. Jetzt machen sich ja viele Dresdner auch Gedanken. Man hört ja vieles, dass der Schätzmarkt die beleuchtet ist oder sonst was. Aber was auch eine Frage ist, wird der Stellenpreis sich sehr viel erhöhen gegen den vorigen Jahr oder bleibt er noch marode, trotz der Lage, die derzeit ist? Da stellen Sie mir eine Frage, die ich so nicht beantworten kann, weil der Stellenpreis obliegt natürlich jedem einzelnen Mitglied, jedem einzelnen Betrieb. Ne? Und natürlich sind wir in einer Lage jetzt, wo die Rohstoffkosten, die Energiekosten extrem viel teurer geworden sind. Und das muss natürlich schlussendlich am Ende irgendwo in der Kalkulation sich wiederfinden. Aber wie viel das ist, mit Sicherheit sind es ein paar größere Schritte, als es die letzten Jahre waren. Muss aber jedes Mitglied selber entscheiden, weil natürlich auch die Bedingungen bei jedem Betrieb anders sind. Von der Betriebsgröße, von den Kapazitäten, von der Art und Weise, wie man es herstellt, ist es eben sehr betriebsspezifisch. Und am Ende muss der Unternehmer entscheiden, was kann ich an der Theke verlangen, damit ich möglichst vielleicht noch genauso viel verkaufe. Oder vielleicht auch eine bewusste Entscheidung, nein, es ist diesmal teurer, dann verkaufe ich auch bewusst weniger. Das sind unternehmerische Entscheidungen, wo wir als Verband natürlich gar keine Aussage oder eine Empfehlung geben können. Und ich weiß aber von vielen Kollegen aus vielen Gesprächen, Sie können sich vorstellen, das ist gerade ein großes Thema, dass natürlich viele Kollegen mit sehr spitzen Stift rechnen und versuchen, ja, den Preis gut umzulegen. Ganz einfach. Also nicht unnötig teuer zu werden. Ich glaube, das weiß auch jeder, der wirtschaftlich agiert, dass das natürlich auch immer dann einen Einfluss auf die Menge des Verkaufs hat. Aber eine richtige Empfehlung kann man dazu nicht geben. Gut, Herr Wilbach, dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen eine schöne, haben wir schon vor Weihnachtszeit noch? Na ja, Zeit zumindest. Und ich denke, wir sehen uns wieder. Danke.